Im Folgenden werde ich nun einige Beispiele für Methoden und Tools, die in der Wettbewerbsanalyse zur Anwendung kommen, etwas näher beschreiben. Ich beginne mit der Industrieanalyse. Bei der Industrieanalyse werden gesamte Branchen oder Industriesektoren untersucht und die wichtigsten Firmen der Branche bzw. des Sektors in einer Art Marktportfolio dargestellt. Die zu analysierenden Kriterien und Aspekte werden zumeist drei Kategorien zugeordnet, um eine Portfoliodarstellung zu ermöglichen. Die Kategorien können dann in der X- und Y-Achse sowie als Kreisgröße abgebildet werden. Hinter diesen drei Kategorien steht zumeist jeweils eine Aggregation vieler Einzelkriterien. Hinter der Kategorie Vollständigkeit des Portfolios beispielsweise, die sich besonders für Produkthersteller eignet, verbirgt sich im Detail, inwieweit durch das Produktportfolio alle relevanten Marktsegmente oder alle Performance- oder Größenklassen abgedeckt sind. Außerdem auch solche Punkte wie etwa Adaptierbarkeit der Produkte, Eignung der Produkte für unterschiedliche Vertriebskanäle oder Aktualität des Portfolios, um nur einige Beispiele zu nennen. Während bei Produktherstellern in der Regel die Vollständigkeit des Portfolios herangezogen wird, passt bei Servicefirmen eher die Regionalabdeckung als Beurteilungskriterium. Die zweite Kategorie, Wettbewerbsstärke, eignet sich jedoch prinzipiell für alle Arten von Firmen und ist sehr aussagekräftig, da sie sich aus Aspekten zusammensetzt, die auch Hinweise auf die Wettbewerbsstrategie der Konkurrenten geben, zum Beispiel relativer Marktanteil, relative Kostenposition oder Gewinnspannen, Kundenloyalität, Distributionsstärke, Qualifikation der Mitarbeiter und Führungskräfte, Innovationskraft und so weiter. Als dritte Kategorie wird normalerweise der Umsatz oder der Marktanteil und für die Darstellung symbolisch die Kreisgröße gewählt. Die Industrieanalyse ist bedeutsam, da sie Rückschlüsse auf die Marktchancen liefert und damit auf die zu verfolgende eigene Wettbewerbsstrategie. Rückschlüsse ergeben sich einerseits aus der Gesamtstruktur des Marktportfolios, also aus Anzahl, Verteilung und Größe der Firmen, zum Beispiel ob dominante Wettbewerber existieren oder ob der Markt fragmentiert ist, andererseits aus der Position der eigenen Firma relativ zu den Konkurrenten in Bezug auf Wettbewerbsstärke, Größe und die weiteren definierten Analysekriterien. Während die Industrieanalyse einen ersten schnellen Überblick über die gesamte Wettbewerbssituation innerhalb einer Branche oder eines bestimmten Marktes gibt, liefern Wettbewerbsvergleiche exaktere Rückschlüsse auf Stärken und Schwächen der Konkurrenz, da sie jeweils auf einer Reihe definierter Einzelkriterien beruhen. Auch die Position der eigenen Firma relativ zu den Wettbewerbern lässt sich somit differenziert ermitteln. Auf diese Weise erhält man genauere Hinweise auf mögliche Strategien zur Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und Position. In der Praxis haben sich drei Kategorien für Wettbewerbsvergleiche mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten bewährt. Strategische Wettbewerbsvergleiche mit Schwerpunkt auf Kriterien, die die Strategie und den langfristigen Unternehmenserfolg beeinflussen, zum Beispiel Portfolio, Produktqualität, Preisposition, Vertriebsnetz, Markenstärke, Finanzkraft, Partnerschaften, Vision etc. Die Darstellung auf dieser Seite zeigt ein Beispiel für solch einen strategischen Wettbewerbsvergleich. Wettbewerber X sei das eigene Unternehmen, das bezüglich der in der linken Spalte aufgelisteten Kriterien mit 5 Hauptkonkurrenten verglichen wird. Es findet jeweils eine qualitative Bewertung jedes Kriteriums und Wettbewerbers statt, und zwar auf einer 5-stufigen Skala von sehr starke Position über starke, neutrale und schwache Position bis hin zu sehr schwache Position, wobei jeder Bewertung ein entsprechendes Symbol zugeordnet ist. 2 weitere Beispiele für Wettbewerbsvergleiche, die häufig im strategischen Management eingesetzt werden, sind zum einen Performance-Vergleiche, die einen Schwerpunkt auf finanziellen Kennzahlen legen, zum Beispiel Umsatz, Wachstum, Ergebnis oder Return on Investment, Vermögen, Liquidität etc. und schließlich Marktanteilsvergleiche mit Schwerpunkt auf dem Ranking, also der Reihenfolge der Wettbewerber in bestimmten Märkten auf Basis der jeweiligen Marktanteile.